Hängt der Stream schon wieder? Warum nur? Warum nur? Das ist zum wahnsinnig werden. Ja. Dann glaube ich, war's das mit Streamen. Aha. Einen Moment. Standbild. Okay. Alles klar. Ho, 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 ho.
Ah, okay. Aber trotzdem ruckeln ohne Ende. Ich habe keine Ahnung warum. Ich verstehe das nicht. Hat vorher alles funktioniert. Und seit 3 Tagen. So, wie macht's jetzt die Presse da? Ah, die piept, okay. Ja, die ist ja voll. Ach, herrje. Na, ich weiß nicht. Nee, da. Also die hat's im 17er auch schon gegeben, die Ballenpresse, da war's aber besser.
Also das mit dem Sound, das gefällt mir auch nicht. Dann probiere ich den anderen Schlepper. Die Hofeinfahrt ist weiter oben. Ach, der Drescher steht auch noch da. Der wird jetzt da mal abgestellt. Dann schauen wir mal, wie es mit dem funktioniert. Ja, tut mir leid. Ich hab keine Lust mehr. Das ist nicht zum Anschauen, das. Das Geruckle.
Jetzt mache ich noch einen Versuch. Und wenn das dann. Und die Ballenpresse, die muss auch weg. Die bringt mir den ganzen Schleppersand durcheinander. Ah, grausam. Und schon hängt der ganze Stream wieder. Super. Ja, dann war's das. Hab keinen Bock mehr. Da nichts funktioniert. Ah, oh, Moment. Vielleicht liegt es gar nicht am Stream selber. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja. Ich muss den anderen Rechner unbedingt per Netzwerkkabel mit dem Router verbinden. Ich glaube fast, dass dies der Fehler ist. Naja, kann es auch nicht sein. Es ruckelt einfach.
Servus Tom, grüß dich, wie geht's? Ja, geht so. Eine Frage, Tom. Läuft das drin bei dir flüssig? Wenn ich auf einen anderen Monitor schaue, der ruckelt ohne Ende. Aha, na, das ist nicht Spiel, das ist der Stream. Spiel selber läuft flüssig. Ja, da muss ich die Einstellungen ändern in OBS. Na Tom, das Spiel läuft flüssig. Flüssiger geht's gar nicht. Das ist nur der Stream, der teilweise enorm ruckelt. Was habe ich jetzt? Ach, das ist die für Rumpballen. Oh, toll. Jetzt brauche ich erst einen Frontlader. Ah, reicht der? Der? Nein, ich nehme den größeren. Na, stopp. Die war da drin. Dann brauche ich die da. Die kommt weg. Die wird gekauft. Garage. Rumpeln, die kommt weg. Da ist der Frontlader. Oh, toll. Das kann nicht funktionieren. Der braucht nämlich erst eine Frontladerkonsole. Frontladeranbau, ja.
Und jetzt haben wir mit dem Frontlader auch Glück. Und Tom, was machst du so? Ein bisschen YouTube durchforsten? Was habe ich jetzt gemacht? Och. So, und dann brauche ich die Ballenpresse noch. Da, die da. Jetzt ist so passt's. Ach, der Tom gar nicht mehr da. Und nach wie vor immer wieder mal ein paar Ruckler. Streamzustand, alles im grünen Bereich.
Ja, dann mache ich Quaderballen, nachdem die andere Presse nicht so ist, wie man es vorgestellt habe. Mit der Fortschritt K550, da weiß ich, was ich habe. Ja gut. Ich denke mal, die paar Ruckler zwischendurch, die kann man verschmerzen. Ist zwar unschön. Aber komischerweise genau mit den Einstellungen, mit denen ich zwei oder drei Wochen problemlos gestreamt habe, genau mit den Einstellungen geht nichts mehr. Das ist das Komische. Gestern und vorgestern war es sogar extrem schlimm. Jetzt geht's schon wieder los.
Jetzt habe ich das wieder vergessen. Super. Es funktioniert tatsächlich überhaupt nichts mehr. So, jetzt läuft's wieder im Moment. Okay, das war's. Ich hab keine Lust mehr.
ewige Rucklerei. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und die nächste Zeit. Kommt von mir nichts mehr. Weil so hat's keinen Zweck. Das ist nicht zum Anschauen. Das ewige Geruckle. Erst wenn ich die passende Einstellung habe. Okay, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Restsonntag und Servus.